Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Adventskalender 2020. Mit vielen Ideen rund ums Thema Weihnachten. Mit Karten, mit Verpackungen, Geschenkideen, Krippen to go und mit tollen Deko-Ideen für euer Zuhause. Schaut gerne auch bei meinem Adventskalender 2019 vorbei, den verlinke ich euch oben unter dem weißen i. Dort könnt ihr ganz viele tolle Kartenideen mit passenden Verpackungen entdecken und was man Schönes verschenken kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen und beim Nachbasteln. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir machen heute eine Karte, die so richtig Spaß macht. Das ist nämlich eine kleine süße Zwergen-Nikolaus-Weihnachtskarte. Könnt ihr zum Nikolaus verschenken oder natürlich auch an Weihnachten. Innen drin haben wir diesen wunderschönen Spruch, der passt natürlich perfekt in dieses Jahr. Und diese Karte ist wirklich ganz einfach und schnell gemacht. Wir haben ja jetzt ein paar aufwendigere Projekte gehabt mit den Krippen to go. Und jetzt gehört mal eine Karte rein, die ein bisschen einfacher ist. Und ihr könnt die Karte auch basteln. Also ihr seht, ich habe jetzt hier mit Stanzformen gearbeitet, weil sie es einfach gerade total angeboten hat. Aber ihr könnt die Karte auf jeden Fall auch basteln, wenn ihr zum Beispiel keine größere Bastelausrüstung oder keine Stanzmaschine habt, dann könnt ihr das auf jeden Fall auch nachbasteln, gar kein Ding. Genau, und wie das Ganze funktioniert, sage ich euch. Und die Idee dazu habe ich bekommen letztes Jahr bei meiner Aktion mit der Weihnachtswichtel-Aktion, wo wir Karten gesammelt haben für eine Spende fürs Altenheim. Da habe ich so eine Karte bekommen. Wenn ich es hinkriege, blende ich euch jetzt mal ein Bild ein von der Karte. Ich fand die so super schön. Ich weiß leider nicht mehr, von wem sie war, aber ich fand die so toll und dachte, ich muss euch die Karte zeigen, weil es einfach eine super süße Idee ist. Genau, und wir machen das heute eben ein bisschen anders, aber ja, legen wir einfach mal los. An Material braucht ihr ein bisschen Farbkarton. Ich habe hier einmal, ich halte euch die Bestellnummern wie gewohnt immer kurz ins Bild, einmal Flüsterweiß, Glutrot, Blütenrosa und Schiefergrau. Das wären die Nummern, falls ihr die braucht. Und die Maße sind auch ganz easy heute. Und zwar habe ich einmal eine Grundkarte in Schiefergrau in dem Maß 28 x 10,5 cm. Und zweimal Farbkarton Flüsterweiß in dem Maß 13,5 x 10 cm. Das ist so mein typisches Kartenmaß. Und ich habe noch so einen Reststreifen, der hat ungefähr 1 cm. Das ist das, was einfach immer übrig bleibt, wenn ihr euch diese zwei Karten schneidet. Also das bleibt mir immer übrig. Ich habe lauter solche Streifen und ich finde die super auch gleich zum Verwenden. Genau. Und dann fangen wir jetzt erstmal an mit Stempeln. Ich schnappe mir noch ein Schmierpapier, bitte nicht wundern, da ist schon ziemlich viel drauf. Und wir fangen jetzt einfach mal mit Stempeln an, im vorderen Bereich und im inneren Bereich haben wir auch gestempelt. Und ich benutze jetzt einmal die Ornamental Envelopes, das ist dieses Stempelset hier. Da habe ich die süßen Blumen und diesen Zweig rausgenommen. Ich habe es auch getestet mit diesem Element, das hat mir dann aber nicht so gut gefallen. Und ich habe mir den hier rausgenommen. Ich hätte total gerne diesen hier gehabt als Innenrandgestaltung, aber der ist bei mir nicht in Ordnung. Also ich muss mein Set reklamieren. Das ist mir gerade eben aufgefallen. Ich habe die Karte gerade Probe gebastelt und da habe ich gesehen, dass dieser Stempel nicht richtig abstempelt. Und ja, wenn ihr das auch habt, schaut da auf jeden Fall nach. Ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Bei mir ist da irgendwie ein Fehler im Druck und der macht hier keine schönen Punkte. Das hat einfach nicht funktioniert. Also auf jeden Fall reklamieren. Und dann benutze ich noch das Stempelset Tannen und Karos. Das hat einfach so wunderschöne Sprüche. Das habe ich auch im letzten Jahr bei vielen Projekten gezeigt. Und ja, dieser Spruch ist natürlich ganz klar nach diesem turbulenten Jahr ein ruhiges und schönes Weihnachtsfest. Und hohoho ist da drin. Das fand ich auch total perfekt. Und noch ein kleiner Tipp. Ich habe euch eine Karte gezeigt. Die verlinke ich euch jetzt mal hier oben. Das ist die Stehaufkarte, also eine Karte, die man flach verschicken kann, die aber dann aufsteht. Und da habe ich euch am Ende des Videos eine Weihnachtskarte gezeigt. Also wenn ihr noch eine Weihnachtskarte braucht mit einem coolen Effekt, die nicht schwer ist, dann schaut euch das Video an. Auf jeden Fall, weil da ist auch dieser Spruch drin auch, aber da ist vor allem auch eine einfache, brutal coole Karte dabei. Okay, und dann starten wir jetzt mit Stempeln. Und ich nehme auch noch Tannengrün, habe ich diesmal ausgesucht, und Glutrot. Und wir legen jetzt erstmal los mit der Innenseite. Da nehme ich mir jetzt dieses Eckelement, das mache ich in Tannengrün. Und das mache ich einfach in zwei Ecken. Ups. Gut Farbe aufnehmen. Und, oh wei, hoffentlich wird das einigermaßen passend. Ja, schaut gut aus, weil ich natürlich jetzt relativ weit weg bin. Und dann noch den Spruch, der zu diesem Jahr so gut passt. Versuche ich da gerade reinzumachen.
Genau, dann haben wir unsere Innenseite schon mal fertig. Da kann man also noch viele Grüße und viel Text unterbringen. Dann nehme ich das Hohoho in Tannengrün wieder. Und das muss ich da irgendwie mittig positionieren. Ich glaube, ich muss da kurz. Ich probiere es mal, ohne dass ich meinen Kopf in die Kamera halte. Das ist eigentlich okay. Ich glaube, wir lassen es so. Besser wird es wahrscheinlich nicht. Und dann nehme ich noch die Vorderseite. Da habe ich mir den Zweig rausgenommen. Den mache ich auch mit Tannengrün. Ich finde, das ist eine richtig schöne Weihnachtsfarbe. So ein ganz satter Grünton. Ist mir irgendwie so noch gar nicht so in Erinnerung gewesen. Benutze ich echt nicht oft, aber es ist echt eine schöne Farbe. Und da mache ich einfach außenrum ganz wildes Gesprenkel. Ihr könnt auch mal einen zweiten Abdruck nehmen. Ihr müsst nicht immer den ersten nehmen, also wie es euch beliebt. Und dann nehme ich noch das kleine Blümchen und mache da auch noch so querfeld ein. Und hier nehme ich auch mal einen zweiten. Und gerne immer auch mal den Stempel so ein bisschen drehen. Schauen wir mal, ob wir hier noch ein. Mach mal hier unten noch ein bisschen was hin. Nehme ich jetzt den zweiten. Ja, so finde ich, ist es ganz gut. Da kommt dann nachher eben der Nikolaus so schön drüber. Soll man in die Ecke noch eins reinmachen oder wird es dann wieder zu viel? Kann er dann immer nicht aufhören. So, jetzt muss aber Schluss sein. Soll ja nur eine Hintergrunddeko sein. Dann räume ich hier kurz auf. Und was ich jetzt gleich machen kann, ist, dass ich mir mein Ho-Ho-Ho kürze. Und zwar vorne, ich schräg mir das einfach nur so ab. Was lasse ich stehen und hinten? Das lasse ich ein bisschen länger. So ungefähr von der Länge. Das möchte ich nämlich dann auf der anderen Seite noch so ein bisschen rausspitzeln lassen. Und die Ecke, die kann ruhig noch ein bisschen schiefer sein, weil die erste Ecke ist ja auch ein bisschen schief. Und gerade schneiden wäre nicht schlecht. So, so lasse ich es jetzt mal. Und dann, ja, können wir eigentlich schon direkt mit unserem Nikolaus loslegen. Da habe ich mir auch schon ein bisschen was in meine Stanzmaschine rein positioniert. Das kurbel ich mir jetzt einmal durch und erkläre es euch dann gleich. Ich habe hier nämlich mit den ganzen Reststücken gearbeitet, also mit Glutrot, mit Schiefergrau, mit Blütenrosa und mit Flüsterweiß. Einmal würde übrigens reichen, aber ich kriege es jetzt da hinten nicht raus, da habe ich zu wenig Platz. Und da habe ich einfach diese tollen Dreiecke genommen, die wir da im Sortiment haben. Weil die einfach von der Größe super sind und weil die eben diese schöne bestickte Umrandung haben. Da gibt es halt unterschiedliche Größen in diesem Set, das zeige ich euch natürlich gleich. Und das fand ich mega cool. Und dann habe ich noch eine Nase entdeckt. Die muss ich euch natürlich auch zeigen. Also das ist meine Nase. Ihr braucht auch irgendein ovales Teil. Und das zeige ich euch jetzt auch kurz, von wo das ist. Mein Stanzplattenaufbau ist unten die dicke Platte, die Nummer 1. Die Nummer 2, das ist diese dünne Platte. Und dann die magnetische Platte und darüber meine Stanzformen mit Papier und eine Acrylplatte. Und die Stanzformen, die ich verwendet habe, das sind einmal die bestickten Dreiecke. Die haben diese Bestellnummer, da haben wir also ganz viele verschiedene Größen drin und ich habe diese ganz spitzen genommen hier. Und dann habe ich aus den Mohnblüten, also meine Lieblingsstanzformen, da kann man tatsächlich auch an Weihnachten mitarbeiten, da habe ich das Oval rausgenommen, weil das einfach super für die Nase gepasst hat. Ich weiß gar nicht, was es in Wirklichkeit darstellen soll in diesem Stanzset, aber als Nase hat es sich jetzt perfekt angeboten. Genau, und da habe ich eben einfach diese drei Dreiecke ausgestanzt. Und zwar ist es die größte, die allergrößte Form ist es einmal. Dann die drittgrößte Form und die viertgrößte Form habe ich benutzt. Die viertgrößte ist also der Bart. Und ich würde euch jetzt aber auch nochmal die Maße sagen. Falls ihr jetzt diese Stanzmaschine nicht habt oder auch nicht die Stanzformen, könnt ihr es eben, wie gesagt, auch ohne basteln. Da würde ich euch jetzt kurz mal die Maße von meinen Dreiecken sagen. Und zwar hat dieses Dreieck, ihr könnt es natürlich auch so machen, wie ihr wollt, aber ich sage es euch jetzt mal, das hat das Maß 6,5 unten und die beiden Spitzen nach oben haben 10,6 cm. Dann mein zweites hat unten an der Geraden 4,2 cm und nach oben gehend 7 cm oder 7,1. Und der kleine Bart hat 3 cm unten und nach oben gehend 5,2. So ungefähr könnt ihr euch das auch zuschneiden. Wenn ihr keine Stanzmaschine habt, dann habt ihr auch diese gleichen Formen oder ihr macht es einfach nach Gefühl. Also, wie gesagt, das seid ihr ja flexibel.
Okay, dann gehen wir jetzt schon mal ans Zusammenbauen von der Grundkarte. Das heißt, ich setze mir meine Vorderseite einfach schon mal auf meine Kartenfront auf. Das passiert mir in letzter Zeit oft, dass mir das Papier immer wegfliegt. Ich halte es zu wenig stark, glaube ich. Macht sich immer auf die Sorgen. Das wird also so eine Klapp nach oben Karte. Klebe ich mir das jetzt erstmal mit Flüssigkleber auf. Also so eine nach oben klappbare Karte und innen rein kommt dann eben noch unsere Seite zum Schreiben. So, und dann baue ich mir meinen Nikolaus zusammen. Und da mache ich es jetzt einfach so, das mache ich so ein bisschen nach Gefühl auch. Also ich möchte dann hier, ich lege mir das erstmal so auf. Der Bart soll dann schon noch so ein bisschen, hier unten noch ein bisschen Platz haben. Also so von der Höhe mache ich das jetzt ungefähr. Und da mache ich es einfach so, da halte ich mir meinen Finger hier hin. Mache mir dann so ein bisschen Flüssigkleber hier oben drauf, damit ich weiß, wie weit die Mütze runtergeht. Und bevor ich die Mütze jetzt aufklebe, biege ich mir den noch so ein bisschen übers Falzbein, dass die vorne so absteht, dass es wie so eine kleine Zipfelmütze ist. Und dann kann ich mir das einfach hier so aufkleben. Schön mittig, da ein bisschen auf die Ränder achten. Ich nehme euch jetzt auch mal nur kurz ein bisschen näher hin. Und beim Bart mache ich es auch so, den streiche ich mir auch so nach unten so ein bisschen wellig zu. Ich finde es einfach lustig, wenn der da so ein bisschen übersteht. Und das klebe ich mir jetzt hier direkt an. So. Und jetzt haben wir ja noch unsere süße kleine Nase. Und die habe ich gedacht, die können wir ruhig so ein bisschen mit Dimension aufkleben. Ich nehme jetzt einfach noch so ein Randstück von dem. Das ist ein bisschen zu groß. Dann nehme ich mir ein Mini-Dimensional. Und mache dann noch meine Nase oben drüber. Mittig guckselt die da raus. Und mein Hohoho habe ich auch so gemacht. Das habe ich mir einfach hier vorne noch so ein bisschen gewellt. Und dann nach hinten auch nochmal. Dann hat es auch noch so ein bisschen so eine Form. Das finde ich immer ganz schön. Und dann setze ich mir das Ganze hier eigentlich schon so auf. Mein Nikolaus mache ich auch mit Dimension. Da nehme ich jetzt auch einfach noch, was ich an Randstücken so habe. Die könnt ihr euch ja immer zuschneiden. Und dann natürlich noch benutzen. Ich habe jetzt gerade nur die Minis da, aber die können wir uns ja auch, da können wir uns auch die Randstücke einfach super zuschneiden. Die sind da eigentlich auch perfekt dafür geeignet. Hier noch ein kleines hin. Und dann kommt hier erstmal noch so der Nikolaus drauf. Dann setze ich so ein bisschen nach rechts und ungefähr einen Zentimeter oder so von hier unten. Und dann nehme ich noch dieses Hohoho und mache mir nur an diese Stelle, wo es so tief runter geht, ein bisschen Flüssigkleber hin und setze mir das dann noch so ein bisschen unter die Mütze. Und da seht ihr, was ich vorher gemeint habe, das steht hier ein bisschen über. Das ist einfach noch so ein kleiner Spezialeffekt, so ein kleiner Hingucker. Kann man machen, muss man aber nicht. Macht ihr, wie es euch besser gefällt. Und jetzt ist die Karte eigentlich schon fertig. Also eine Rucki-Zucki-Karte wirklich im Vergleich zu den anderen, die wir so gemacht haben. Muss auch mal sein, gell? Ich muss mir das noch ein bisschen hinhalten. Das klebt noch nicht richtig. Und was ich jetzt aber noch machen könnte, ist, dass ich einfach noch ein paar kleine Perlchen so ein bisschen in diese Blüten verteile, habe ich gedacht. Machen wir noch ein bisschen eine Perlenversion. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch machen. Dass ich einfach mal vielleicht so in diese großen Perlen, in diese größeren Blüten, das sind ja kleinere und größere dabei, noch ein paar Pärchen reinsetze. Oben ist noch eine, biegt auch eine Perle ab. Unten ist noch eine. So, das finde ich eigentlich ganz süß so. Jetzt habe ich gedacht, ob wir hier noch eine hinsetzen. So nach oben gehend. Ich klebe die mal noch nicht an, ich gucke erst mal, wie das aussieht. Oder eben hier oben hin. Ach ja, das ist schon süß. Das ist wie so ein kleines Zwergi. Das machen wir jetzt mal hier hin. Und ich zeige euch die andere Karte und habt ihr eine Auswahl, was euch besser gefällt. So mit bisschen Bling Bling darf schon ein bisschen drauf sein.
Also es ist echt eine süße Karte geworden, oder was sagt ihr? Das ist schon so eine kleine Zwergenkarte. Also die könnte man auch super, wenn man jetzt nicht nach Weihnachten geht, sondern einfach so eine kleine Zwergikarte. Das ist auch süß. Vielleicht sogar als Babykarte, weil warum nicht so ein kleiner Zwerg? Ist doch süß, oder? Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Jetzt kommen noch ein paar Ideen im Adventskalender, also schaut gerne immer wieder vorbei. Ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit dieser süßen Kartenidee. Tschüss!